Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? Seit Juni dieses Jahres können in Hannover auf den muslimischen Gräbfeldern des Stadtfriedhofs Stöcken Leintuchbestattungen vorgenommen werden. Gestern hat Oberbürgermeister Stefan Weil gemeinsam mit Avni Altinir, Vorsitzende der Schura Niedersachsen, die neue Bestattungsmöglichkeiten vorgestellt. Wir haben schon bislang natürlich Angebote für die Bestattung von Muslimen, aber die haben jeweils immer Särge vorausgesetzt. Hier in Stöcken haben wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, gemäß den Vorgaben des Islam auch sargfreie Bestattungen anbieten zu können. Das Begräbnis sollte nach islamischen Vorstellungen möglichst rasch stattfinden. In den islamischen Ländern ist dies meist noch am Todestag bzw. nach dem nächsten Mittagsgebet. Der gewaschene Leichnam wird vor Beginn des Totengebets in der hanifitischen Tradition vor der Moschee mit Blick in die Gebetsrichtung aufgebahrt. Das Totengebet wird vom Imam geleitet. Dann wird der Leichnam mit dem Kopf voraus zum Grab getragen. Herkömmlich wird im Islam ohne Sarg begraben. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bislang eben tatsächlich im Sarg bestattet wurde. Und deswegen muslimische Familien vor die schwierige Frage gestellt wurden, ob ihre gläubigen Verstorbenen typischerweise in Heimatländer verbracht werden mussten, um dort sargfrei bestattet zu werden, oder aber in Deutschland beerdigt werden sollten, dann aber in einer Form, nämlich im Sarg, der eigentlich nicht dem entspricht, was ihre Religion ihnen vorgibt. Das bedeutet uns viel, weil wir nach unserer Religion Jesus begraben werden können und das schreibt die Religion vor. Für die Beerdigung wird das Grab so ausgehoben, dass es im rechten Winkel zur Richtung nach Mekka liegt. Der Tote wird auf die rechte Seite gelegt, sodass das linke Ohr frei bleibt, damit er oder sie am jüngsten Tag den Auferweckungsruf hört. Mein Name ist Mahmoud Abulfoul, ich bin die Leiter der Kommission, für die, was die Grabfelder der Muslime hier in Hannover geht, und beauftragt von der Schura Niedersachsen. Und ich habe mich so um die Sache gekümmert. Wir haben diesen Antrag fast vor einem Jahr eingereicht an Stadtfriedhof Hannover. Und dann kamen wir heute nochmal, damit wir auch mit dem Oberbürgermeister, dass wir das hier Ihnen zeigen, wie es das geht. Es ist religiös ausdrücklich untersagt, übermäßige Ausgaben für die Gräber zu machen. Sie müssen so einfach wie möglich sein. Umso mehr soll man für die Armen und die Bedürftigen ausgeben und Gott bitten, dafür die Verstorbenen zu belohnen. Es wird auf dem Grab meist nur ein einfacher Stein am Kopfende mit dem Namen und dem Daten des Verstorbenen angebracht. Manchmal auch in islamischer Zeitrechnung und mit dem religiösen Ehrentitel oder einem Koranvers.